Ich darf jetzt überleiten zu Frau Barbara Sanchez. Schönen Abend auch von meiner Seite. Ich heiße Barbara Sanchez Solis. Ich mache jetzt ein bisschen einen Sprung thematisch. Ich berichte über ein Projekt, wo es im Großen und Ganzen über die Archivierung von digitalen Daten geht. Das ist ein Projekt, das im Rahmen eines Hochschulraumstrukturmittelinitiative gestartet wurde. Hier eine kleine Übersicht. Es sind 26 Partner involviert, davon alle Universitäten bis auf eine Österreichs und 5 weitere außeruniversitäre Einrichtungen. Es ist auf 3 Jahre angelegt. Wir befinden uns jetzt im letzten Projektjahr und gefördert ist es vom BMWFW. Hier möchte ich ein bisschen die Ziele darstellen. Es geht einerseits, das ist hier visualisiert in Teil A, um den Aufbau von technischer Infrastruktur, das heißt von Repositorien oder Datenarchiven, wobei der Inhalt hier vor allem auf relativ einfachen Inhalten liegt, nämlich Bildern und PDFs. Wir möchten aber auch einen etwas komplexeren Sektor abdecken, nämlich Forschungsdaten, das heißt, es sind komplexere Daten, was Rechte anbelangt, aber auch Formate. Da geht es auch um Multimedia-Inhalte. Und da ist es so, dass manche Universitäten schon Lösungen anbieten. Etwa 5 Universitäten haben zurzeit technische Lösungen für diese Art Inhalt. Wenn man Forschungsdaten verwaltet, geht es auch darum, viele nicht technische Dienste und Beratungsleistungen mitzubedenken. Und da sind wir dabei, ein strategisches Konzept zu entwerfen. Einfach einmal zu schauen, was kann institutionell angeboten werden, was eventuell auch auf nationaler Ebene. Säule C, das ist zusammengefasst unser Netzwerk, unser Network Building, Aufbau eines Wissensnetzwerks. Wir haben einfach einmal angefangen, uns zusammenzuschließen. Das Projekt wird aus den Bibliotheken heraus betrieben. Man merkt sehr schnell bei dem Thema Datenverwaltung, dass man auch andere Stakeholder braucht, zum Beispiel Rechtsberatung und natürlich die IT-Services. Also das ist einerseits Networking institutionell, aber auch national. Ja. Es hat sich herausgebildet, also es ist so, in Teil A werden Lösungen aufgebaut, aber keine Software vorgeschrieben. Ja. Jede Institution entscheidet selber, welche Software sie verwendet. Da kann man sich einfach zusammenschließen mit Software, mit bestimmten Inhalten. Zum Beispiel haben wir 5 Kunstuniversitäten im Projekt, die ähnliche Fragestellungen und Problematiken haben. Wir haben 3 medizinische Universitäten, die sich wieder zu anderen Fragestellungen zusammenschließen und aber vor allem Rechtsthemen betreffen wirklich alle. Jetzt wird es bunt und hier möchte ich mich ein bisschen länger aufhalten. Das ist ein Poster, das wir kreiert haben. Das hat sich aus einer Umfrage ergeben, die wir im Rahmen des Projekts durchgeführt haben. Diese Umfrage hat sich an die Forschenden gerichtet. Also wirklich an alle Forschenden Österreichs von Postdoc-Level aufwärts. Es war eine Online-Umfrage. Wir haben wirklich geschaut, dass sie von den Rektoraten ausgeschickt wurde, um einfach einen möglichst hohen Response zu erhalten. Und am Ende haben wir 3000 Fragebögen voll beantwortet zurückgehalten. Also es ist schon eine brauchbare Nummer, wo man Aussagen treffen kann. Von den Institutionen her war es sehr unterschiedlich gewichtet. Ja. Es gab einige Institutionen, da war die Beteiligung sehr schwach, zum Beispiel die Kunstuniversitäten.
was vielleicht auch daran liegt, dass die sich mit dem Begriff Forschungsdaten noch nicht so sehr identifizieren konnten. Ja. Was waren eigentlich die Ziele? Wir wollten einfach einmal erfragen, wie ist eigentlich der Umgang mit Forschungsdaten im Alltag? Also welche Formate werden generiert? Wo werden sie abgelegt während des Forschungsprozesses? Ist Langzeitarchivierung schon ein Thema? Wie schaut es aus mit Sharing von Daten, mit dem Teilen von Daten? Welche Lizenzen werden verwendet? Und auf diesem Poster sind einmal so ein bisschen die Highlights abgebildet. Als wir die Umfrage ausgewertet haben, haben wir uns so auf den ersten Blick gedacht, es gab an und für sich nicht die großen Überraschungen. Aber wenn man es sich genauer anschaut, gibt es doch ein paar Dinge, auf die ich hindeuten möchte. Zum Beispiel links oben, das sieht man da jetzt schwer, da haben wir einfach die Formate abgefragt. Was nicht verwunderlich ist, ist natürlich, dass Text, Grafik und Tabellen die meist generierten Formate sind. Überraschend ist dann schon eher, dass ein Fünftel der Forschenden auch Software generiert. Also, und wenn es um das Thema Langzeitarchivierung geht, dann stellt Software eine größere Herausforderung dar als relativ einfache Formate wie Text, sage ich jetzt einmal. Ein Fünftel generiert auch Datenbanken, was nicht wenig ist und was auch eine besondere Herausforderung für die Langzeitarchivierung darstellt. Wenn man es sich disziplinär anschaut, kommen die meisten Datenbanken aus dem medizinischen Bereich, aber gefolgt von den Geisteswissenschaften. Big Data ist nicht das große Thema, hat sich herausgestellt. Also die Datenvolumen, die generiert werden, sind überschaubar, sind bewältigbar. Wichtig ist eher, dass sie interoperabel sind, ja, je nachdem, wo sie abgelegt sind. Weiters möchte ich hinweisen auf, ich springe jetzt ein bisschen zum Thema Sharing, Teilen von Daten. Prinzipiell scheint die Bereitschaft, Daten zu teilen, also für das Data Sharing, da zu sein. Die Forscher sind sich schon bewusst, dass sie durch Data Sharing Sichtbarkeit haben, dass sie zitiert werden. Wenn man aber dann fragt, wie teilen sie die Daten, da wird schon interessanter. Da zeigt sich dann wieder ein sehr individueller Trend. Die Mehrheit teilt immer noch per E-Mail oder auf direkte Anfrage oder per Stick, also mit irgendeinem externen Datenträger. Immerhin 54% haben dies angegeben. Bei der Frage, sind Forschungsdaten für andere nachnutzbar, also wenn wir jetzt in die Richtung das viel propagierte Open Science, Open Data gehen, haben überraschenderweise 78% mit Ja oder manchmal geantwortet, was sehr viel ist. Wenn man es näher auswertet, überrascht diese Antwort dennoch wieder, weil kaum Nutzungsbedingungen vergeben werden. Also fragt man dann nach, zu welchen Bedingungen, sagen viele, also sie geben keine Nutzungsbedingungen an. Wir haben auch gefragt, wo Daten abgelegt werden. Da wurde die Website genannt oder eben institutionelle Server, Repositorien, registrierte Repositorien, wo auch eine Nutzungslizenz angezeigt werden kann, wurden nur von 14% genannt. Also ein überraschend geringer Teil. Wir haben gefragt, wenn Datenarchive genommen werden, welche. Da war der Mix sehr bunt. Also Forscher nutzen wirklich ein weites Spektrum. Sie nehmen disziplinspezifische Datenarchive, auch institutionelle, internationale. Das ist wirklich ein breiter Mix und da hat sich auch von den Disziplinen her kein klarer Trend ablesen lassen.
Am Ende hatten die Teilnehmenden die Chance, sich zu wünschen, was sie an Services gerne hätten, beziehungsweise einmal darzulegen, wo am meisten Beratung notwendig ist. Und da wurde ganz klar technische Infrastruktur genannt, gefolgt von Rechtsberatung. Ich wäre am Ende angelangt. Also ich bin deutlich kürzer als mein Vorredner. stehe aber gern für Fragen und Antworten zur Verfügung. Ja. Vielen Dank, Barbara Sanchez. Erste Frage. Eigentlich zwei Fragen. Das eine war, du hast gesagt, alle Unis bis auf eine. Ja. Welche war das? Beim Projekt sind alle dabei bis auf eine. Das ist die Medizinische Universität Innsbruck. Med Uni Innsbruck. Die hat aber bei der Umfrage mitgemacht. Aha, okay. Da hat auch eine Universität nicht mitgemacht. Ja, okay. Und das zweite wäre gewesen, ihr habt gesagt, die teilnehmenden Institutionen können sich dann aussuchen, welche Software sie benutzen, und da würde mich dann die Kompatibilität für die Softwarelösungen dann auch noch interessieren. Schwieriges Thema, weil Interoperabilität natürlich das Thema ist, wenn es um Datentransfer, um Open Data auch geht. Aber es ist so, dass in Österreich wirklich sehr viel Parallellösungen aufgebaut werden zurzeit. Haben wir auch als Problem identifiziert. Also ich habe das sehr interessant gefunden, diese Bestandsaufnahme. Ich bin sogar an der Uni, deshalb interessiert mich das vielleicht da besonders. Mich würde nur interessieren, gibt es jetzt von Seiten dieser E-Infrastruktur Austria irgendwie sozusagen, wo wollt ihr hin? Also im Sinne von, gibt es Open Science, Open Data, ist so angeklungen, fände ich gut, wenn man in die Richtung gehen will, aber also was sind jetzt eure Prioritäten? Wo wollt ihr die Unis hinbringen? Wenn sie jetzt, also klar, zuerst schauen wir mal, was ist da, aber gibt es schon erste Pläne? Ja, die gibt es. Also diese Ergebnisse wurden im November 2015 publiziert. Ist ein Report von 200 Seiten, wen es interessiert, ist auf unserer Webseite auch downloadbar. Jetzt hat man natürlich diese Ergebnisse und wir wollten natürlich was damit machen. Als Folge wurde Anfang dieses Jahres eine sogenannte Expertinnengruppe eingerichtet. Die setzt sich aus Vertretern aus verschiedenen Bereichen zusammen. Einerseits von Leuten aus dem Projekt, andererseits aus drei Vertretern von den Ministerien. Und zwei Forschungsförderern, ein Vertreter vom FWF, ein Vertreter von der FFG, zwei Vizerektorinnen für Forschung und Wissenschaftler, auch drei Wissenschaftlerinnen. Also schon sehr auf hohem Niveau Entscheidungsträger, wo diskutiert wird, was kann man jetzt aufbauen. Also es ist rausgekommen, im Datenmanagement gibt es Nachholbedarf, es gibt den Bedarf an Beratungsleistungen, was soll aufgebaut werden. Vor allem beschäftigt sich diese Gruppe damit, was soll institutionell aufgebaut werden, was kann eventuell national aufgebaut werden, zum Beispiel Rechtsberatung. Es wird sich wahrscheinlich nicht jede Universität leisten können, einen eigenen Juristen für Datenmanagement anzustellen. Aber so in die Richtung konkret dem Open Science zu propagieren und zu sagen, ganz allgemein stärker offene Lizenzen zum Beispiel auch zu fördern, ist das Thema oder gibt es da Pläne? Ja, da kommt jetzt auch top-down schon Bewegung rein, nämlich durch die Europäische Kommission, durch die Horizon 2020-Projekte. Da gibt es ja diesen Open Research Data Pilot, der stark jetzt Nachnutzung von Daten propagiert
wo man auch einen Datenmanagementplan verpflichtend abgeben muss. Das heißt, da müssen sich die Forschenden jetzt wirklich schon langsam mit dem Thema Nachnutzung von Daten, mit der Wiederverwendung von Anfang an auseinandersetzen. Und wir bieten zum Beispiel an der Uni Wien dieses Semester zum ersten Mal 2 Schulungen an zum Thema Datenmanagementpläne und die waren wirklich sehr rasch ausgebucht. Also das Interesse ist da, die Notwendigkeit ist da und zweitens hat der FWF vor kurzem den Open Research Data Pilot gestartet, wo es auch in die Richtung geht, von Anfang an schon die Nachnutzung von Daten mitzubedenken und die fordern jetzt noch keinen Datenmanagementplan ein, aber in ihrem Letter of Interest, der ja jetzt im März in 3 Wochen oder so eingereicht werden muss, handeln sie auch schon ganz viele Aspekte von diesem Datenmanagement ab. Also es kommt von oben Bewegung rein und wir merken schon, dass die Leute reagieren. Aber man muss natürlich auch von unten Services aufbauen und die müssen auch finanziert werden. Ich würde vielleicht kurz anschließen, wem gehören eigentlich in der Regel die Daten? Gute Frage. Das ist eigentlich immer die erste Frage, die man sich stellen soll. Da muss man jetzt einmal unterscheiden, Urheberrecht und Verwertungsrecht. Wenn ich Daten selber generiere, gehören sie mir. Wenn ich sie von Dritten hole, gehören sie vielleicht nicht unbedingt mir. Rohdaten sind auch so ein Fall. Sind Rohdaten urheberrechtsfrei, ja oder nein? Prinzipiell, wenn es maschinengenerierte Daten sind, wo kein menschlicher Intellekt hineingeflossen ist, sind sie urheberrechtsfrei. Sobald ein gewisser Grad an Bearbeitung anfällt, fällt eigentlich schon Urheberrecht an. Also es sind sehr komplexe Fragestellungen, die ich auch nicht beantworten kann, die eigentlich nur ein Jurist beantworten darf, die von Fall zu Fall verschieden sind. Wenn es jetzt darum geht, Daten in ein System abzulegen, für eine Öffentlichkeit freizugeben, muss ich aber sehr genau wissen, wem gehören sie eigentlich und was darf ich damit tun. Oh, noch etwas? Ja. Zum Beispiel an der Universität Wien ist es so, dass in den Dienstverträgen verankert ist, dass Daten, sobald sie in einem System abgelegt sind, die Universität verwerten darf. Also das heißt dann, dass auch die Universität eine Policy vorgeben könnte, müssen frei lizenziert werden, müssen veröffentlicht werden und müssen zur Nachnutzung verwendbar zur Verfügung gestellt werden. Sofern möglich, weil es ist natürlich nicht mit allen Daten möglich. Da spielen ja viel Personenschutz, es gibt personensensible Daten, es gibt Patentschutz, es gibt Daten, die können zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht öffentlich sein, aber zu einem späteren frei zugänglich gemacht werden. Also es spielen viele Schutzrechte mit hinein, auch Mitarbeiterschutz, Datenschutz. Ich würde mal gerne noch ein bisschen in den Publikationsbereich reingehen. Am Anfang hieß es, dass auch Publikationsservice angeboten werden soll. Jetzt ist es ja so, es kam vor kurzem eine Statistik raus, dass Elsevier direkt nach Apple die größte Gewinnspanne hat, aller international agierenden Konzerne. Was unter anderem daran liegt, wenn ich das mal kurz anreißen kann, dass Forscher aus öffentlichen Geldern in der Regel bezahlt werden. Die öffentlichen Gelder werden dazu genutzt, die Publikation bei den Verlägen einzureichen oder bei den Journals. Das heißt, dafür müssen wir auch bezahlen. Das sind so 1.000 bis 2.000 Euro pro Paper, also zumindest im naturwissenschaftlichen Bereich. Dazu kommt dann noch, dass wenn sich andere Forscher dieses Journal angucken wollen, müssen sie wieder bezahlen, beziehungsweise die Bibliotheken bezahlen, was, finde ich, ein ziemlich asoziales System ist. Und es gibt jetzt schon, ich glaube, bei den Mathematikern und Physikern ist das X-Archive, für Biologen gibt es Bio-Archive. Wollt ihr in die Richtung gehen, das ist ja auch peer-reviewed, das heißt, die Publikationen werden auch kontrolliert. Wollt in die Richtung gehen, dass die Publikationen, dass man leichter publizieren kann und offen darauf zugreifen kann, weil meiner Meinung nach ist offen gefördert oder öffentlich bezahlte Forschung sollte auch der Öffentlichkeit zugänglich sein, ohne dass das von irgendeinem Konzern dazwischen noch ausgeschlachtet werden kann.
Geht das in Richtung Bioarchive oder ist das eher so wie ein großer nationaler Bibliotheksservice, der eigentlich alle Journals zur Verfügung stellt und bezahlt und wie können dann darauf zugreifen? Das, was Sie angesprochen haben, geht jetzt sehr stark in Open Access für Publikationen, in die bekannten Greenways und Goldenways. Wird natürlich angeboten durch die Repositorien, die wieder die technische Grundlage bieten für diese Publication Services. Ich muss aber sagen, dass im Rahmen unseres Projekts diese Open Access Publikationen ausgeklammert sind. Prinzipiell, das ist. Diese Umfrage hat sich wirklich auf Daten beschränkt, nicht auf Publikationen. Ich mache eine Schlussrunde. Es waren Sie, Simon nochmal und 1, 2, 3, okay? Danke, ich nutze das gleich, nachdem ich in einem außerministerialen Institut arbeite. Inwieweit sind außerministeriale Forschungseinrichtungen in dem Projekt auch mit abgedeckt? Wäre meine erste Frage. Die zweite Frage ist sozusagen, meine Organisation, die ÖFSE, betreibt auch eine öffentliche Bibliothek und in dem Kontext sind wir auch Mitglied beim Bibliothekenverbund, beim Österreichischen. Und da weiß ich, dass es sozusagen eine große Diskussion gibt über ein neues Bibliothekssystem, ein Suchsystem. Insofern interessiert mich sozusagen, inwieweit wäre das dann auch kompatibel oder einbindbar in dieses neue Suchsystem, das dann von euren Mitgliedsbibliotheken wahrscheinlich auch übernommen werden wird. Von meiner Seite war es eigentlich nur nochmal ein Veranstaltungshinweis. Die Open Knowledge Foundation macht zurzeit Veranstaltungsreihe zu Open Science. Ja. Ja. 3000 Antworten bei der Umfrage ist eine schöne Zahl, aber wie viele hätten antworten können oder anders formuliert, wie hoch war die Antwortquote? Prozentuell war sie 11%. Ich habe es jetzt gar nicht ganz im Kopf, ich glaube 11%. Also an der Uni Wien waren es sogar fast 14%. An manchen Institutionen sehr, sehr gering. Ja. Also ich glaube, auf 11% sind wir gekommen. Ich habe es jetzt gar nicht ganz im Kopf, ehrlich gesagt. Zu Ihrer Frage, welche außeruniversitären Institutionen im Projekt mit eingebunden sind. Das ist das AIT, das ist Austrian Institute of Technology, das IST in Klosterneuburg. Es ist die Arbeiterkammer Wien ist auch dabei, die Arbeiter Wien, Kammer Wien Bibliothek, die ÖNB und die OBVSG. Damit wäre ich schon beim Thema OBVSG. Es geht nicht darum, ein gemeinsames Suchsystem da zu kreieren, nicht in dieser Projektphase, in diesen 3 Jahren. Was wir mit der OBVSG allerdings zurzeit besprechen, ich sage noch nicht ausverhandeln, aber besprechen, ist, ob sie einen weiteren österreichweiten Dienst anbieten könnten, nämlich eine zentrale DOI-Vergabe. DOI, das ist Persistent Identifier, einer von mehreren, unter den Forschenden der bekannteste und sehr gewünschte, obwohl er kommerziell ist und es gibt auch Open-Source-Produkte als Alternative. Also wir besprechen jetzt gerade mit der OBVSG, ob die so einen zentralen Dienst anbieten könnten für alle österreichischen Institutionen, die sich beteiligen wollen. Da wird gerade an einem Kostenmodell gearbeitet. Okay, Barbara Sanchez, vielen Dank.